wir kommen zur nächsten Episode von Diablo 4, aber jetzt bei der Season 1. Und ja, wir sind hier bei der Charakterauswahl. Ich werde wieder einen Totenbeschwörer nehmen, einfach. Standard. Natürlich. Ja. Typen natürlich. Ja, sowas ist mein Ding. Passen wir natürlich noch schnell an. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht. So. Oh, den lasse ich. Abfall haben wir. Visur. Ja, genau. Den habe ich ja schon beim anderen Charakter. Von dem war es 31. Das passt schon zu ihm. Gesichtsbehaarung. Die müssen ziemlich unbehaart sein. Bart, ja. So was. Doch gerne. Minke. Ah, das sieht schon ziemlich fertig aus. Das kommt schon gut. Das sind die Ohrringe. Die sehe ich. Ja, ich liebe der sowieso nicht. So. Ah, das sieht nice aus. Ich habe die Möglichkeit freigeschaltet mit neuen Karten. Zu überspringen. Ja, das ist mir. Kampagne will ich überspringen. Season 1, Season der Boshaftigkeit, Name erforderlich. Hey. Ah, ich kann Namen nehmen. Was über? Ich probiere es einfach mal. Das Season. Da, da, da. Wir werden auf den Ebenen, also wenn die Season ändert. Okay. Dann mache ich gleich das. Ich habe ja alle Lilly-Statuen und so weiter. Da habe ich schon mal einen Boost. Ne? Bin ich gespannt, ob das jetzt mit dem Namen funktioniert. Weil theoretisch habe ich jetzt 1:1 den gleichen Namen. Aber anscheinend. Ich schreibe euch, denn auch wenn ein großes Übel aus Sanctuario schwindet, greift nun die Verderbnis eines neuen, schwerenden Fluchs um sich. Viel gefährlicher, als ich je hätte ahnen können. Ich habe einen Weg gefunden, diese Seuche aufzuhalten, die dunkle Macht dieser Monster ihrem Innersten zu entreißen und sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Um sie zu vernichten. Aber ich kann das nicht allein schaffen. Meine Verbündeten sind gefallen. Meine Stärke schwindet. Ich brauche Hilfe. Ich brauche euch. Genau. Da haben wir ja schon welche Gas gegeben. Ich bin ja ein wenig spät dran. Ja. Mit U kann man sich das ansehen. Ja, da bekomme ich jetzt wahrscheinlich alle Stufen. Ja, gut. Hey, den Premium Back Pass, den habe ich. Ja. Weil
Auftrag über das Shop hier. Seid gegrüßt, Wanderer. Vor euch liegen die Schätze der Geschichte. Ehrt mich. Ja, da ist nicht dasselbe wie sonst auch. Da die Beschleunigung schon aktivieren, ja, eigentlich kann ich ja schon, ne? Und auf was für ein Level muss man maximal kommen? Oh, Halleluja, 90. Chill. Okay, und Battle Pass nicht aktiv. Das sollte ich vielleicht tun, oder? Haben tue ich ihn ja. Hier habe ich mir. Ja gut. Amazon Prime hat ja auch noch ein wenig geholfen. Da fangen wir einfach mal alles an, ne? Ah, da ist ein Gefühl. Okay. Lustig. Okay. Okay, dann muss ich Level 40 erreichen. Das ist okay. Sehr schön. Prefix auf das Bild, das Spiel abprobieren. Okay. Ah, und da ist der Platin. Und Splanzierte Axt, jo. Nur mal ein Rot. 50 muss dafür sein. Ein Eisenschild, okay. So. Aber hier alles. 56 sein. Lassen wir. Platin, dann muss ich noch hier. Jo. Ah, okay, dann muss ich Platin dafür ausgeben. Okay, so sieht das jetzt mal aus. Okay, da sehe ich jetzt alles 100. Ja, perfekt. Ah, das hieß ja, man sollte ja gleich mal alles einnehmen. Ey, wieso habe ich da nicht alles? Okay, normalerweise hatte ich da alles mit meinen, also wahrscheinlich bei die Altäre habe ich auch ziemlich viel Nebenquests gemacht. Okay. Ja, ich nehme jetzt alles. Wo ich nicht verstehe, wieso das alles nicht freigeschalten ist. Eigentlich. Ja, gut. Normalerweise. Aber okay. Gut, das haben wir jetzt mal erledigt. Da sind wir gut. Da. Dann, was ich machen sollte. Knochensplitter, logischerweise. Dann gleich einen verbesserten Knochensplitter. Dann kann man ja gleich Knochenspeer. Gleich verbesserter Knochenspeer. Und natürlich ein Knochensperr. Ja. Auch nur Knochensperr.
Beispiel. Dann das nächste ist ja gleich der Blutennebel. Okay, so viel habe ich gar nicht mehr. Okay. Gerade mal so reingekommen. Am besten werde ich wahrscheinlich gleich mal. Wirtan, von innen herausbrennen. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Bitte, helft mir! Ich habe gesehen, wie jemand sich in einen Dämon verwandelt hat. Ihre Haut ist aufgeplatzt. Die Verderbnis ist herausgequollen. Nice. Wo? Vor der Stadt. Auf der Straße nach Menestad. Sie sind überall. Ja, schön. Ja gut, was mich nur interessiert, weil da welche schon Level. Ah, okay, schade. Mit seiner Truhe da alles machen kann. Obwohl ich jetzt nicht ganz verstehe, wieso ich da jetzt nicht alles hab. Normalerweise habe ich das alles. Aber okay. Das wäre immer ein Fertigkreuzpunkt mehr und ich verstehe nicht, wieso es so wenig ist. Okay. Nehme es jetzt einfach mal so hin. Da soll ich hingehen. Mach mal sofort. Bin ich schon verkehrt? Alter, das kann man am Anfang. Oh, nice. Alter, was mich. Jetzt wird das. Zeug ersparen wird, Alter. Gut, das spart mir viel Zeit, wenn ich damit ein. Überleben auf der Straße, ja klar. So, jetzt wird das freigeschaltet, okay. Ich lauer Mensch. Das ist nicht wahr. Mach über die hinten auf der Straße. Okay, ja, Schmuck kommt da raus. Okay, Level 3. Nice. Aber natürlich immer. Oh, das funktioniert ja schon perfekt. Jo. Man ist da in der Hinsicht natürlich viel stärker jetzt. Und die ganzen Lilith-Statuen hat. Das ist da rein, okay. Gut, Stufe 4 erreicht. Was gebe ich jetzt am besten als nächstes? Darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Das nervt. Der hier. Blutnebel, Leichenexplosion soll als nächstes kommen. Machen wir auch. Okay, gut. Ah. Siehst du?
Und dass ich da rein mache mir gleich Waldlichtung. Gleich rein da. Leichenexplosion bin ich ein bisschen ungeliebt, aber ich mache es jetzt einfach, weil es empfohlen wird. Ja, klar. Ich habe keine Essenz mehr. Das ist das. Nein. Seid ihr der, den sie Wanderer nennen? Bitte. Ich muss euch sprechen, aber ich... Ich brauche einen Moment. Würdet ihr mich an der Straße treffen? Ja, einmal gerne. Ich bin noch nicht bereit. Natürlich bist du das nicht, wie immer. Da hat sich nichts verändert. Da hat sich ja überhaupt nichts verändert, wie gesehen. So. Hey. Alles klar? Komm und. Was war das dort für ein Monster? Nun, leider muss ich sagen, dass es menschlich war. Von Liliths Verderbnis korrumpiert. Ja, toll. Wie ihr gesehen habt, kann seine Verderbnis nicht einfach getötet werden. Ich habe mein Bestes gegeben, um sie aufzuhalten, doch das reichte nicht aus. Deshalb bin ich hergekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Gut, wer seid ihr? Verzeiht, ich heiße Cormund. Ich war Priester, bevor Lilith in mein Dorf kam. Danach habe ich versucht, Seelen auf andere Art zu retten. Oh. Ihr habt euch dem allein gestellt? Eine schwere Bürde. Ihr habt keine Vorstellung. Obwohl, vielleicht doch. Kampf gegen Dämonen. Krieg in Chaldeum. Die Hölle selbst? Wenn auch nur ein Teil der Gerüchte um euch wahr ist. Nun, es ist beeindruckend. Der? Ich habe noch nie zuvor Boshafte gesehen. Was ist das für ein Verderbnis? Die Schriften besagen, dass wir alle halb Engel und halb Dämon sind. Lilith erweckte Letzteres in den Menschen und der Hass raubte ihnen den Verstand. Was die Opfer angeht, ihre dämonische Hälfte verschlingt sie bei lebendigem Leibe. Ah, wunderbar. Schön. Wie können wir etwas aufhalten, das man nicht töten kann? Ich hoffe, dass wir sie zusammen heilen können. Ich habe die Ausrüstung, die wir brauchen, in dieser Kiste dort. Voller Käfige. Nice, okay. Am Mund. Klingt das für Käfige? Käfige der Bindung. Wirklich außergewöhnliche Gerätschaften. Sie dienen dazu, lebende Seelen von der Verderbnis zu befreien. Als ihr diese besiegt habt, habt ihr das Herz ihrer Verderbnis freigelegt. Meine Käfige können sie einfangen, sie daran hindern, sich zu verbreiten. Doch so kann man sie nur behandeln, nicht heilen. Zumindest noch nicht. Ich muss zum Kloster von Orbey reiten und weiterforschen. Sucht mich dort auf, dann bringen wir alles in Ordnung. Alles klar. Kloster von Orbey. Ein bisschen XP gab's, ne? Das ist 8 Schaden, ne? Sein Leben beim. Ja. Da haben sie mehr Schaden gemacht. Man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? Was haben wir hier echt? Straßen, okay, komm, machen wir das schnell. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Ah, der Kunika, nice. Wenn man wirklich alle Statuen von dem hat, ist man schon am Anfang schon ziemlich overpowered. Das muss man schon sagen. Also, angriffsmäßig ist man schon viel stärker unterwegs. Muss man ehrlich sagen. Ja, sicher, ich muss jetzt einen Tank einsetzen, aber tatsächlich sonst. Hätte ich eigentlich nicht müssen, oder?
Okay, nice. Habe ich da was Besseres? Ja, plus 56 Rüstung, das hört sich schon aus. Das auch, perfekt. Leider geht's. Ah, kleine mitgenommen, Stufe 5, perfekt. Perfekt. Und gleich rein. Da ist die Frage, was holen wir uns? Die verbesserte Leichenexplosion. Okay. Die Leichenexplosion geht ja. Ah, genau. Gut. Unter. Geht's. Die Leiche besiegt den Schwub der Straßen. Mir fehlt die nötige Essenz. Das ist schon mal jedes Mal, Alter. Ah, Stiefel haben wir auch bekommen. Nice, nice. Die kann ich gleich. Okay. Geht's gleich ab. Was seid ihr für? Ihre Stiefel. Besser, 5, sogar mehr noch. Nice. Hier. Ja, ich hätte dich wahrscheinlich richtig sein. Mehr Essenz. Ja. Das ist schon gut so. Ja. Ja gut. Das haben wir. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, klar, klar, klar. Das brauchst du doch immer. Sache. Auch wieder. Ich habe keine Essenz mehr. Immer die Leichenexplosion zu machen. Da haben wir es wieder geschafft. Verpestete Leichenexplosion. Reinrein. Ich brauche mehr Essenz. So, ich will jetzt eigentlich schon weg hier. So. Ah, ich habe hier eigentlich eine Axt. Ja, die Axt. Okay, gut. Die Werkbank. Zu Großartigkeit, ja, komm. Können wir uns das gleich? Gleich am besten zu schmieden und zu Materialien arbeiten lassen. Würde ich sagen. Damit wir das schnellstmöglich haben. Das hat das meiste erwischt.
Oh, eine Legionssache ist jetzt auch richtig. Oh, ganz weit weg. 4 Minuten. Ich müsste es fast tun. Ganz ehrlich, ich müsste es fast tun, aber. Season Quest. Naja, ich mach das. Ich hol mir das. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich mir das hole, komme ich ja schon mal einen riesen Schub. Ich denke, das wäre jetzt nicht unbedingt unwichtig. Natürlich, ich bin sau schwach. Klar. Aber sau schwach auch nicht. Die Lilly-Statue, die hat einen besser als nicht die so lange ich generell begonnen hat. Das ist ein riesiger Unterschied, ne? Obwohl, was mich ein wenig wundert, da ich ja die ganzen Paragon so habe und so, dass da irgendwie, ich weiß nicht. Oh. Das war jetzt ein wichtiger Fail. Hängen auch noch, ja. Aber es ist schon ein Riesenvorteil, wenn man von Anfang an mit dem Pferd reiten kann. Man müsste doch weiter der Kampagne dann mal spielen, damit man ein Pferd bekommt. Wenn man die Hälfte schon fast ohne Pferd rumgerannt ist, ne? Das war dann schon ein wenig, ja, wie soll ich sagen. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, klar. Man ist so viel schneller mit dem Pferd. Das hat mich am Anfang ein wenig genervt. Obwohl man konnte ja viel entdecken, deshalb war es ja nicht so nervig. Aber ja, nach einiger Zeit war es dann schon ein wenig. Wo man sich schon gefragt hat, oder wieso. Ah, nee, zeigen, das mache ich jetzt nicht. Nicht raus. Das Legionsereignis mache ich. Auf jeden Fall, wenn ich uns da töten muss. Grüße. Und was machen wir eigentlich? Hallo. Hallo. Wir scheinen mehrere Male. Okay. Ich versuche zu helfen.
Ich bin noch nicht bereit. Aber da müsste ich jetzt eigentlich ziemlich gut verankern. Ich habe keine Essenz mehr. Ich brauche mehr Zeit. Jo, das ist genau das Beste. Ich bin auch nicht dabei. Die Klinge ist ziemlich schnell, ne? Die sind gut dabei. Aber vielleicht kann man ja da noch was. Ah, genau. Ist angreifbar. Ja, nice. Mir fehlt die nötige Essenz. Jo. Ich brauche mehr Zeit. Ja, klar. Gut. Ich brauche mehr Zeit. Gut. Das sind wir echt gut dabei. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Gut. Ich brauche mehr Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Wäre ja, eigentlich intelligenter gewesen, ja. Aber ich komme da schon schön XP. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Essenz mehr. Ah, nein. Gut. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, ja, klar. Ich bin noch nicht bereit. Gut. Sieht ja alles gut aus jetzt. Ich brauche mehr Zeit.
brauche mehr Essenz. Oh. Das war jetzt natürlich nicht so nice. Ah, bin ich so. Gar nicht bemerkt, wie schnell das ging. Ich brauche mehr Zeit. Ich will jetzt sagen, ganz bald aus. Eine Seehexe, Alter, die sieht aus. Oh, klar. Was sonst noch? Mir fehlt die nötige Essenz. Das war ja nicht so nice. Ja. Die schaffen wir easy. Level 9, ne? So, das letzte, was ich gemacht habe, war die verbesserte Leichenexplosion. Dann kommt Knochenspeer. Den Rest. Dann. Später. Genau. So weit habe ich es ja eigentlich ein bisschen geschafft. Da haben wir jetzt einiges bekommen. Ja, der wird hundertprozentig in allem besser sein. Gleich wie der hier. Da brauchen wir gar nicht nachdenken drüber. Ja. Den nehme ich auch wenn es nicht viel ist. Ja. Da. Gut abgesahnt. Buch der Toten. Ah, die Verteidiger. Mach ich nicht. Händler. Die kann ich jetzt perfekt wieder auferstehen lassen. Hat jetzt eigentlich relativ gut geklappt. Ja, dann wieder nach Ketado zurück. Dann würde ich sagen, das war's dann mal. Die erste Folge der Season 1. Noch. So wurde mir wegwerfen wieder. Ja, in der ersten, sozusagen, in der ersten Episode besser gesagt. Da lässt sich noch einiges gebrauchen.
sich dann ein bisschen brauchen lässt. Nein, der erste Episode. Level 9. Nice. Wie gesagt, ganz nice. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.